So. Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us Remastered. Bevor wir The Last of Us 2 spielen, ich kann das erst morgen spielen, zum offiziellen Release-Tag. Aber bevor wir halt mit The Last of Us 2 anfangen, würde ich gerne The Last of Us Remastered abschließen, also den ersten Teil. Left Behind konnte ich leider euch nicht zeigen. Das wäre eigentlich das Interessante gewesen, weil da geht es um Ellie. Das ist die Vorgeschichte von Ellie. Na, obwohl die Vorgeschichte zum Teil. Also man erfährt was von der Vorgeschichte von ihr. Und es ist auch während dem normalen Hauptspiel. Was passiert ist, zum Beispiel, wie sie sich um Joel gekümmert hat. Das sieht man dann so Zwischensequenzen. Wie sie sich um ihn gekümmert hat, was sie gemacht hat und so. Leider kann ich euch das nicht zeigen, weil nach The Last of Us Remastered kommt The Last of Us 2. Also ich würde einen 12-Stunden-Stream von The Last of Us 2 machen. Das Ganze findet morgen statt. Morgen ist welcher Tag nochmal? Ui, Freitag. Ui. Muss ich früher anfangen als gedacht. Auf jeden Fall, morgen kommt The Last of Us 2 auf den Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich denke mal, ich werde so um 10 anfangen. Oder vielleicht fange ich auch in der Nacht an. Könnte möglich sein, dass ich heute in der Nacht schon anfange. Nur weil morgen ist halt Star Wars Battlefront 2 um 22 Uhr auch, somit überlege ich gerade. Vielleicht fange ich sogar heute Nacht an. Um 0 Uhr. 0 Uhr. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß und wir machen weiter im unterirdischen Tunnel. Ich sag's euch gleich, das wird jetzt da ein Krampf. Ach nö. Wir sind ziemlich weit zurückgesetzt. Ja gut, kann man nichts machen. Einfach mal schauen, vielleicht. Vielleicht geht das ja doch noch klar. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Okay, so weit zurückgesetzt ist doch nicht. So weit zurückgesetzt ist es ja doch nicht. Ich habe eigentlich nicht oben auf dem LKW gespeichert. Also genau hier habe ich abgespeichert. Ja. Dann gucken wir mal. Genau wegen dem. Haben wir einen Bogen? Ja, wow, wir haben einen Pfeil.
Ich kann mich an das Problem nicht erinnern. Nein, lauf! Da waren nicht zwei so welche dicken. Nein. Ach Mann. Ich sehe nichts. Ist gerade ein wenig blöd. Ja, tut mir leid, ich habe nichts gesehen. Ich muss kurz die Vorhänge zu machen. Das spiegelt so stark. So, neuer Versuch. Okay. Bitte was? Man wird da weiter vorne dran gesetzt, okay. Finde ich okay, finde ich okay. Statt die Shorties sollten wir sich die vielleicht nehmen. So, kurz weglaufen. Jetzt kommen nicht die ganzen. Oh, Scheiße. Wo ist der Klicker? Da ist er. Geh weg! Puh. Oh, Scheiße. Haben wir jetzt alle? Ich denke ja. Aber dass wir den Dicken sogar noch bekommen haben, das ist gut. Ich habe das früher so starke Probleme gehabt, weil ich die ganze Munition verballert habe. Und dann startet man natürlich hier ohne Munition. Das war richtig kacke. Aber anscheinend haben wir ihn, ja. Finde ich ja sehr gut. Jetzt nur mal gucken, wo die anderen sind. Okay, wir sehen sie noch nicht. Wahrscheinlich kommt das noch. Ja, hier. Wie viele sind's? Sind zwei Klicker und ein Infizierter. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Geh weg von ihnen! Lass mich los, du Arschloch! Holy. Wichser.
Das ist jetzt nicht so schlimm. Flammenwerfer nehmen wir auch. Weil hier können wir jetzt auch so einen Zwischenweg nehmen. Ich weiß, einfach weitermachen. Und bei dem Zwischenweg stehen halt welche. Warum Ellie jetzt geschossen hat, das war unnötig. So, Taschenlampe schalten wir mal ein, weil ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob wir einfach übers Feuer drüber laufen können. Ja, können wir. Weil ich will gucken, ob hier drin noch eventuell was versteckt sein sollen würde. So, das ist ein Klebeband. Meine Stimme geht auch immer weiter weg. Okay, wir können nichts herstellen. Da können wir auch nichts aufmachen. Bleib hier. Was sage ich? Das sind zwei Stück auf einen Haufen. Wir haben kein Leben gehabt. Nein. Ich hoffe. Okay, wir sind bei denen durch auf jeden Fall. Aber wir haben die ganze Munition jetzt nicht mehr, die was wir aufgesammelt haben. Das ist wieder mies. Bitte gib mir Munition. Wieso gibt er mir keine Munition? Oh Mann. Oh mein Gott. Ich weiß. Einfach weitermachen. Okay. Das Ganze nehmen wir natürlich wieder mit. Bleib hier. Verpisst euch! Lauf! 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 Hey, ich helfe dir da hoch! Wir müssen schnell weg, aber schleunigst. Holy!
Fresse. Dass der nicht aufgehört hat zu laufen. Ich habe ihm 3 Schüsse in den Kopf geballert. Mann, ey. Den Flammenwerfer können wir leider nicht verwenden. Wenn man hat gesehen, wir brauchen den später. Ey, Ellie. Nicht schimpfen. Oh mein Gott. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. So geht's auch. Hier kann man nicht ran, leider. Servus, Maxi. Willkommen im Stream. So. Bleib hier. Also fast 18 Uhr. 17 Stunden und 56 Minuten. Okay, da ist ein Zombie, 2 Bluter, ein Klicker. Okay, es sind insgesamt 3 Infizierte, 2 Bluter und ein Klicker. Vielleicht schaffen wir es ja vorbei. Kiste wäre ein guter Tritt. Was? Elli, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Wie hoch sind die Kosten für das Schweißgerät? Hilfe! Hilfe! Sie schmeißt die Kiste runter, das ist laut. Da sind noch die 2 Bluter. Und 3 Klicker anscheinend. Puh!
Da war ja was zum Einsammeln. Ja gut, dann halt nicht. Ja, Maxi. Was ist das da unten? Was bist du? Nur ein Stern, wow. Ich glaube, da müssen wir runtertauchen. Sei auf der Hut. Ja, bin ich immer. Bei denen haben wir es sneaky vorbeigeschafft, bei denen. Ich bin jetzt drüben. Infizierten. Okay, Moment. Okay, da kann ich nicht runtertauchen. Ich muss Ellie holen, oder? Und noch eine versperrte Tür. Ah, Moment. Da geht's nicht hoch. Kann ich Ellie von oben? Ah, okay. Da ist eine Leiter. Ja, ja, Max. Sind die Corona-Infizierten. Servus, Raffi, willkommen im Stream. Ja, kommst du? Okay, bleib einfach am Rand. Es ist flacher. Die Farming-Mod funktioniert jetzt bei mir. Ah, okay, ich muss nur noch weggehen. Und hier müsste ich eine Palette ihr geben, oder? Oder läuft sie da einfach rüber? Okay, sie läuft einfach rüber. Okay, okay, okay. So, und jetzt springt er mal rüber. Erstmal, zack. Und let's go. Okay. Mir geht es ganz okay, und wie geht's dir? Na komm. Mach die Tür auf. Pass auf! Hilf mir mal! Zweimal daneben schießen. Ja. Genau, Ellie kann nicht schwimmen. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Bin ich auch gespannt, ob es beim zweiten Teil ihr Schwimmen beigebracht hat. Das freut mich, Raffi, dass es dir gut geht. Überhaupt, du bist ja mit Bikerboy Raffi Mod. Kann ich dir auch bei Basisch Neues geben. Meine Stacking-Mod funktioniert auch noch. Also. Ich glaube, jetzt sollte der Name grün sein. Ja. Da wird einfach das Stacking-Mod. So. Let's go. Ein paar Klingen. Nice. So, und da ist eine Werkbank. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich denke, die Waffe ist eigentlich ganz gut, aber Schussfolge ist eigentlich unnötig. Magazinkapazität ist auch immer gut. Zielfernrohr, nee, aber Magazinkapazität, die hätte ich gern.
Bei der Waffe ist es sehr wichtig. Ja gut, und dann können wir eh nichts mehr machen. Damit mache ich das hier. Zack, Magazinkapazität. Ja, das hält. Und fertig. Jetzt können wir mehr Munition mitnehmen. Kopf runter. Okay, da geht's weiter. Dann gucken wir mal rein, was hier ist. Na bitte. Was hier versteckt, ha? Ein paar Pillen. Nice. Salpeter haben wir genug. Ist das euer Ernst? Da ist nichts. Ein Pfeil in der Brust. Sprengstoff. Okay, 50 Schrauben. Das heißt, wir könnten eigentlich theoretisch wieder zurück zum Tisch und könnten noch bei etwas Magazinkapazität erhöhen. Das machen wir jetzt auch. Wow. Okay. So. Bei der Schrotflinte, nö. Zielgeschwindigkeit beim Bogen wäre vielleicht auch nicht verkehrt, aber lassen wir mal Nachladetempo. Da ist. Beim Flammenwerfer ist schon wichtig, aber. Ich mach's bei der Schorte, komm. Let's go. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, jetzt sollten dann die Bäume auch wieder alle nachwachsen, wenn man sie geholzt hat. Sieh mal! Da ist es! Ja, ich gucke mal. Wow, hier, Hospital. Ja, ihr kennt das ganze Spiel schon. Ich muss ins Wasser. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Hier unten ist, glaube ich, irgendwo ein Durchgang. Ja. Hier war das. Da müssen wir durchschwimmen. Oh, ich hätte noch Luft holen sollen. Komm, schwimm, Joel. Er schwimmt nicht. Er schwimmt nicht. Boah, meine Fresse. Ja. Ja, super. Okay, los, bring mich rüber. Okay, da hätten wir mal die Palette. Sonst ist hier oben gleich nichts mehr versteckt. Nö. Gut, dann ab mit uns. Hier ist die Palette. Okay. Rauf da. Okay. Rauf da. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. Okay, cool. Sucht jetzt was und wir sollen wieder da durchschwimmen.
Das weiß ich noch. Was ist eigentlich hier? Das Einzige, was mir gerade auffällt, nix. Ich weiß, warum vielleicht die Farbe Mod gecrashed ist. Die Farbe Mod überschreibt die Deckengröße von den Samen. Weil die können wir jetzt wieder nur auf 20 hoch stacken. So, warum hat sie vor sich gerufen? Das habe ich jetzt, wenn ich bei Öl auf die Stacken Mod jetzt weg ist. Aber wir können jetzt hochklettern. Aber warum wollte ich da nochmal durchschwimmen? Es kann sein, dass da oben noch was versteckt ist und ich jetzt das... Ah, nee, ich weiß schon. Was ist passiert? Verdammte Leiter ja. Ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Alles easy. Easy peasy. Oh, okay. Gute Idee. Danke, Ellie. Und jetzt ab dafür. So, Leiter, glaube ich, brauchen wir aber nicht mehr. Somit einfach weiter. Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen, aber... Ich glaube, wir haben auch mehrere Sachen übersehen. Oh, wie zum Beispiel Comics haben wir auch übersehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Ich glaube, wir dürfen nicht ins Wasser, das ist unser Todesurteil. Okay, doch nicht. Ja, hey, nicht nachmachen, okay? Ich gebe mir Mühe. Ich glaube, das ist nicht gewollt. Ich kann nichts mehr machen. Ich glaube, wir müssen neu laden. Und das wäre sehr belastend. Ich gucke mal. Gibt's automatisches Save? Es gibt kein Autosave. 1636. Oh ja, es gibt einen. Okay. Das darf nicht wahr sein. Warum können wir da nicht drüber springen? War kurz AFK, habe ich was verpasst? Ja, du bist jetzt Mod. Vielleicht wo drunter schwimmen und... Nee, bei dem Punkt muss ich da raufspringen auf den Lüftungsschacht, dann von Lüftungsschacht runterspringen. Dann gehen wir langsam auf das Geländer zu, dann kommt eine Cutscene und dann sieht man, dass der Bus halt wegschwimmt.
wenn ich das richtig im Kopf noch habe. Ich hab's geschafft. Wow. Na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Ich fang dich. Oh. Nichts wie runter von diesem Ding. Ich hab sie gefangen. Wir dürfen nicht laufen. Wir müssen normal gehen. Okay, aufs Geländer gehen wir doch nicht zu. Oh. So war das, okay. Luft doch mal! Wie süß. Da ist sie. Schnell. Aber wie süß das war. Sie kann nicht schwimmen und sie, aber um uns zu retten, springt sie einfach auf den Bus. Versteht ihr? Das ist Liebe. Love is in the air. Da-da-da-da-da-da, love is in the air. Okay. Ach nee, Kleines. Kleines, das kannst du mir nicht antun. Aber du überlebst das, du bist in der Last of Us 2. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Mistkerle. Sie atmet nicht. Hände hoch! So welche Penner. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen. Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Ja, macht es. Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Sehr gut. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Ich verstehe dich. Freundchen,
Aber dich knöpfe ich mir vor. Zu machen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. 31er Freundin, ja. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Jetzt pass los, auf. Bring ihn hier raus. Jetzt. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Fotze. Das ist unsere einzige Chance, Joe. So ein Miststück. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Du riechst diese Waffe auf mich? Na, pass auf. Okay, gehen wir ein Stück. Na dann. Ja, komm. Was? Gehen wir ein Stück. Wer fick dich? Ich warte nur drauf. Das war dein Fehler. Ich hätte vielleicht nur den Kopf eingeschlagen. Jetzt stirbst du. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Was, Dickhead? Operationssaal. Na los, red schon. Wo? Dickhead. Wo? Oben. Den großen Dickhead. Mist. Der Schmuggler, er ist hier drin. Servus Barker, grüß dich. Willkommen im Stream. Ich habe keine Angst vor euch. Soll ich euch was sagen? Dickhead! Sorry, Raffi, ich hab extra für dich Dickhead öfters gesagt. Ui, sind ein paar. Ey, Jungs, da drüben suchen. Bist du dir sicher, dass ich da drüben bin? Und nicht bei dir? Dickhead. So. Und Parker, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Ich hoffe ja. Jetzt bekommen wir auch gleich unsere letzte Waffe. Da bist du. Sein Spider-Man-Sinn. Ganz gut, und wie geht's euch? Ja, mir geht es auch ganz okay. Da war ein Dich. Easy. Jetzt kriegen wir die letzte Waffe, Leute. Nice. Sturmgewehr. Wow. Lauf. Auf. Vor allem kommen drei Leute mit Sturmgewehr auf mich zu. Ja, dann halt nochmal. Das heißt, jetzt ab durch die Bande anscheinend. Ah, gucken wir mal. Da verstecken sich welche.
Habe ich jetzt das Sturmgewehr eigentlich? Nee, habe ich noch nicht. Das heißt, ich bin ziemlich weit zurückgesetzt worden. Wo ist der Typ? Fuck. Ja, was willst du machen? Vor allem kommen wieder alle zu mir. Ich hab die neue Waffe nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wo die ist. Da kann es eigentlich nicht sein. Ich nehme jetzt einmal die Shorty auch. Die müsste eigentlich da drin sein. Ich hab sie aber nicht. Ich liebe einfach Pfeil und Bogen. So ein geiler Kompositbogen wäre richtig nice. Also die, was man bei den Turnieren verwendet man gleich normale Bogen. Also Bögen. Aber es gibt halt so richtige geile Kampfbögen. Ich glaube, die nennen sich Kompositbögen. Und die meine ich. Die kann man spannen und man kann das Spannen halten. Oh Mist, du bist tot, Arschloch. Okay. Die neue Waffe zackt tot, ja. Armbrüste wären schon cool. Ja, Armbrüste wären noch geiler. So einen auf Dixon machen. Und der heißt Dixon, ja. Ich weiß nicht, was du jetzt wieder denkst, Raffi. Grüß dich, Chrysler. Servus. Und danke für dein Follow. Danke, danke, danke. So. Meine Güte. Ja, wie soll ich den da hinten holen? Ich habe nur eine Shorty. Ich kann das so machen. Er müsste sich nur umdrehen, dann hol ich man. Als ob er weiß, wo ich bin. Es sind drei Leute wieder. Gerne, wie geht's so? Mir geht es ganz okay, und wie geht's dir? Ich hoffe gut.
Mann, die wissen genau, wo ich bin. Shorty reicht nicht weit, oder? Oh ja, aber das gibt ihm nur Kratzer. Okay, hier habe ich gestartet. Glaube ich zumindest. Ja, da liegt auch die Leiche. Ich kann sonst nirgendwo hin, oder? Oh ja, hier. Oh, ein paar Pillen. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Ich habe keine Waffen. So könnte ich es machen, oder? Ja, so sehen sie mich nicht. Ich wollte gucken, ob da noch was ist. Ach Mann, komm, geh da raus. Na komm! Ich freue mich schon so stark auf den zweiten Teil. Hast du Granaten? Nee, ich habe leider nichts. Gar nichts. Ich habe nur diese Rauchbomben. Und das ist auch alles, was ich besitze. Und es wird schon wieder auf mich geschossen. Herstellen kann ich mir leider noch immer nichts. Mann. Ja, ich habe keine Waffen mehr gehabt. Was soll ich sonst machen? Ich habe nur mit dem Flammenwerfer laufen können. Okay, das heißt Munition sparen. Das lasse ich trotzdem noch machen. Jetzt habe ich eine Granate. Jetzt schleiche ich mich da irgendwie vorbei. Oh Mann. Das mit dem Licht. Oh Mann. Oh, verdammt! Das ist jetzt ein wenig kacke. Nicht zu sehen. Jetzt machen wir es ein wenig sneaky, dass ich nicht so viel Munition gleich verballern muss. Und ich hoffe, ich kriege meine Waffe gleich wieder. Meine neue. Jetzt verstecke ich mich wieder da dahinter.
Okay, sind zwei bei mir schon vorbeigegangen. Der sieht aber so aus, als würde er zu mir jetzt reinkommen. Ja. Nee, okay. Dann ist hier noch einer und hier. Sind rundherum um mich. Was? Er hat's überlebt. Ja, was willst du machen? Schnell heilen. So. Da ist einer. Sonst sehe ich keinen. Nur einer. Ehre für eine Stunde. Ach Mann. Jetzt habe ich die Waffe. So, gehe ich mal den Flammenwerfer weg. Ich brauche irgendwas zum Ballern. Der gibt mir einen Schuss und ich bin weg. Mann. Ich spiele es ja nicht einmal auf schwer. Ich spiel's nicht auf schwer. So, jetzt mal gucken, wo sind denn alle? Da streift einer durch die Gegend. Da hinten wartet einer. Da ganz hinten ist einer. Ja, gut. Einer ist weg. Aber jetzt sind die anderen in Alarmbereitschaft. Und jetzt? Wie mache ich die anderen fertig? Guckt euch das an, wie viele da jetzt kommen. Verdammt, den habe ich nicht getroffen. Und jetzt bin ich wieder genauso gut ausgerüstet wie davor. Ich habe nichts mehr. Somit muss ich sogar daherlaufen, die Waffe nehmen und weglaufen.
Der Schmuggler, der ist hier drin! Scheiße. Habe ich jetzt nämlich kein Vorkommen gesehen. Sonst von der Fläche wäre es irrsinnig cool, was groß ist. Und sehr viel Wasser vorkommen, da macht überall was. Da stehen zwei. Da stehen zwei Penner. Und da ist auch noch einer. Noch habe ich ein bisschen was über 50 Liter im Tank. Hey, er ist hier drüben! Nein! Konnte man nicht Richtung wechseln? Ja. Wow. Der zählt jetzt die ganze Zeit zu mir. Wow. Dann kommt der um die Ecke und schießt einfach. Mann. Wäre ja auch langweilig, wenn wir einfach durchgehen würden. Ganz ehrlich, wäre ja langweilig. Warum liegt da Leichen? Ich wollte eigentlich nur durchsuchen, ob ich da irgendwo vielleicht Munition noch finde. Aber nö. Will er nicht. Gehe ich jetzt alles zurück? Ah, nee, da bin ich. Willst du mich? Als ob die ganze Zeit mit Scharfschützengewehr spielen. Das war spielen. Ich probiere es jetzt halt komplett risky und laufe einfach alles durch. Ah!
Okay, der war nice. Der Schuss. Ich hab 9. Die Shot, der hat sogar getroffen. Wow. Bombenexperte. Hab ich bekommen. So, einer nur noch. Noch irgendwo einer. Nee. Ja, easy. First try. So, jetzt können wir sich auch die Bilder in Ruhe angucken. Oh, das sind nicht ihre rankten Bilder. Das sind einfach irgendwelche gewesen. Sonst gibt es da nichts zum Einsammeln. Anscheinend ja nicht. So. Das ist noch ein Klebeband. West Wing. Alles klar. Hier noch irgendwo was, was ich gebrauchen könnte. Ja, Sprengstoff. Nehme ich gerne. Sonst eine Sackgasse. Dann hier das West Wing, wo wir durchlaufen müssen. Aber ich habe die Befürchtnis, wenn wir da durchlaufen, dass halt die nächsten Gegner kommen. Somit rüsten wir sich einmal aus. Flammenwerfer, glaube ich, ist nicht so vorteilhaft gegen die. Ich meine, wenn sie nah dran stehen, ja schon. Aber ich denke, da ist das Sturmgewehr ein wenig besser. Und wir könnten sich noch eine Bombe herstellen. Let's go! Alles klar, Chrysler, dann wünsche ich da auch viel Spaß bei dem, was du machst. Und danke nochmal für dein Follow und für deinen kurzen Besuch. Host rein. Holy. Aber zu wenig Fläche. Kommen die zurück? Ich hoffe nicht. Holy shit. Jetzt wollen wir ja eine Base umgefahren haben. Aber die holen immer noch nicht.
Da ist noch was gewesen. Lappen. Holy. Ich habe alle getötet. Oben wurde gesagt. Somit laufen wir erstmal runter, um einfach zu gucken. Okay, da ist nichts. Gut, dann laufen wir rauf. Okay, da können wir nicht durch. Oh. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal. Sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodrom Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Es ist nicht umsonst gewesen. Ach ja. Ihr tut meiner Elle nichts. Das lasse ich nicht zu. Na bitte. Das lasse ich nicht zu. So, dann nehme ich die Stange. Ein bisschen Munition. Gönnung. Nice. Ein Lappen, eine Klinge, ein Firefly-Anhänger, Pillen. Ja, nice. Das Problem, was ich jetzt noch habe, ich denke, das war's noch nicht mit dem Kämpfen. Oh, noch ein Tonband. Noch eine Aufzeichnung. Es ist 17.30 Uhr am 28. April. Ich hatte ein Gespräch. Ui, das ist Marlene. Ja, ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Das wäre also das Todesurteil für die Kleine. Und jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter, nicht wahr? Es soll nur zu Ende sein. Es muss sein. Okay, jetzt ist sie fertig. Ich dachte, sie wäre schon fertig, aber sie hat so eine lange Sprechpause gemacht. Dass es nur getäuscht hat, dass sie fertig ist. Einmal vollhalten, weil jetzt wird's wieder heftig.
Okay, jetzt wird's wieder heftig still. Lauschmodus, Distanz. Nee, ich glaube, ich spare das sogar noch fürs Schwanken der Waffe einmal. Von da sind wir gekommen. Hier gibt's nichts mehr zum Looten. Nö. Ich glaube, die spawnen erst, wenn ich da durchgehe. Gucken wir mal. Jetzt noch schnell die Zimmer durchwühlen. Wühlen. Wühlen, wühlen, wühlen. Okay, da ist nichts. Das war nur ein Backstein. Ich wollte gerade sagen, ja. Habe ich doch was übersehen. Ja, Klingen, Aluhol. Eine Notiz. 15. März. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorgen um ihre Moral gemacht, seitdem Craig und Tania letzte Woche von uns gegangen sind. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufpasst, Marlene. Es war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Ups, sorry. Sorry. Es geht nicht weiter runter, okay. Oh ja, es geht. Ja, sorry. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freuen sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe. Aber jetzt will ich nur die Augen schließen. 24. März. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anfänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt. Ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebten den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Das bin ich. Ich bin der Schmuggler. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin ein unfähiger Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. 28. April. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnten noch rothaarig sein, ist sich aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marlene. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen, ich werde mich ihnen anschließen. 28. April, wenn du dich in der Dunkelheit verirrt hast, suche nach dem Licht. Sie lebt, sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Ja, weil ich dich umbringen werde. Notenstellung beziehen, egal wie. Los. Bitte was?
jetzt kann ich ja weitergehen, oder? Ja, das ist es. Ich komme, Ellie. Ich komme. Sorry, die Stimme war nur... Da drüben ist was! Die Stimme war nur ein wenig strange. Hey, was war das? Fang mal. Sorry, guys. Bitte was? Sorry, guys. Sorry. Okay, ich muss mich heilen. Jetzt ist er tot. War das jetzt alle? Ich hoffe. Nee, waren's nicht. So dunkel hier. Jetzt ist er tot. So, jetzt waren es das alle. Habt ihr wenigstens Munition verloren? Nee. Ich denke auch, wir kriegen keine Munition mehr, weil es das jetzt so war. Ich glaube nicht, dass jetzt das abgeschlossen ist. Oh ja, wir kriegen doch noch Munition. Okay, da ist nichts. Dann gehen wir weiter. Let's go, Ellie! Ich komme! Ich wollte schon sagen, wenn da jetzt... Oh, okay. Entscheidung begreift. Vielleicht
Nein. Nein, ich werde dir nicht verzeihen. Miststück. Du bist der einzige Mann, der was mich versteht. Die Schwierigkeit dieser Situation versteht. Miststück. Und trotzdem wird sie es tun. Einfach Ellie umbringen. Für eine geringe Chance. Für eine geringe Chance, dass sie ein Heilmittel bekommen. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Freunde. Jetzt ist vorbei. Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten können. Unsere Zukunft. Lol. Er zuckt nicht immer. Ja, nicht näher. Ich warne Sie. Madame. Bei Ihnen mache ich es halt. Also bei der Frau mache ich es halt einfach. Aber du? Du kriegst den Knüppel ab. Okay, das Messer kriegt er. Und du? Du? So sieht's aus. Gleich Ellie. Sonst war da nichts, oder? Sonst kann ich nicht einfach gehen. Okay. Let's go. Let's go, Kleines. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh Mist. Zurück! Oh, okay, ist zu. Ich hab dich. Ich hab dich. Na los. Oh, also ich hab grad Gänsehaut wieder. Das ist so süß. Nein, 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 lass sie los, lass sie los. Nein, nein. Nein, nein, lass sie los, lass sie los. Das ist auch so süß. Verdammt, wo lang? Oh, ich hab so richtig Gänsehaut wieder. Alles okay. Alles okay. Das ist deine letzte Tochter. Leg sie hin. Ich habe ihn im Visier. Ich sagte zurück. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klickern Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren.
Da dachte ich zum ersten Mal, er hat's wirklich da gelassen dann. Aber dann. Dann liegt sie da. Was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wir haben aufgehört. Aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Würdest ihm nur folgen. Früher habe ich mich immer gefragt, warum sagt er nicht einfach die Wahrheit? Aber vielleicht wird sie das falsch verstehen dann. Laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Weil jetzt ist sie einfach enttäuscht. Und ja, es ist auch ein wenig eingebildet von Joel. Nur weil er sie halt liebt, tochtermäßig. Ich meine, natürlich ist das auch scheiße, dass sie halt sie umbringen wollten für ein Heilmittel. Aber es sind auch Leute gestorben, um sie dorthin hinzubringen. Und jetzt, sozusagen, haben die ihr Leben umsonst gelassen. Ach Mann. Hier, wie gehen wir es jetzt da? Du brauchst gerade Räder, oder? Pass auf deinen Kopf auf. So, okay. Ich hab es. Einen schönen guten Abendtag. Na, wie geht's dir? Ich bin allerdings schon am Ende von The Last of Us. Ich hab's erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemacht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Oh, sie ist so enttäuscht. Oh, da zerbricht mein Herz. Immer noch. Wie immer noch. Ich habe das noch nicht gelesen, was du geschrieben hast. Ich war dann einkaufen, wie ich da geantwortet habe. Hab was gegessen und dann habe ich den Stream gestartet. Also ich bin noch nicht dazu gekommen. Kollektor lasse ich derzeit hier, dass die Ladefläche frei ist. Oh. Das ist mies. Dann wünsche ich dir eine schöne gute Besserung. Eine gute Besserung. Was da? Ah, wie gut das Spiel da noch ausgesehen hat.
Ich finde die Grafik nicht so schlimm. Man merkt schon, dass halt das Spiel älter ist, aber die Grafik ist noch gut. Oh, das ist so belastend. Sie ist richtig enttäuscht und traurig. Mann. Bitte, bitte, kein Problem. Ach so, ich muss durch den Fluss. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, na komm. Jetzt geht's los. Hey, warte. Stimmt das? Ich glaube nicht, dass sie glaubt, dass er gelogen hat. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein. Ah, okay. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Mhm. Wir wussten nicht weiter. Und... Und sie hat gesagt... Ja, da verwenden wir auch fürs erste Mal Holz. Setzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Oh, Mann. Joel, lüg sie nicht an. Okay. Sie hat sogar Tränen in den Augen, wie es darüber erzählt hat, dass so viele gestorben sind auf dem Weg zum Krankenhaus. Um dann die Antwort zu bekommen, dass es kein Heilmittel gibt. Aber im gelogenen Sinne, weil Joel hat ihr das ja eingeflößt, dass es Dutzende von ihnen gibt, sie es immer wieder probiert haben, bei denen ein Heilmittel zu finden, aber sie keine Lösung gefunden haben. Das hat Joel ihr vorgelogen, nur weil er nicht wollte, dass sie stirbt für ein Heilmittel. Weil er in sie halt schon, also verliebt. Weil sie halt lieb gewonnen hat und in ihr eine Tochter sieht. Und Joel das erste Mal glücklich ist mit ihr an der Seite. Die Story ist so sad. Ja, das Spiel ist jetzt durch, Raffi. Die
Frage ist jetzt nur... Nee, Blödsinn, das ist keine Frage. Ich wollte sagen, ich könnte auch noch The Left Behind jetzt streamen und euch das vorstellen, aber das, ich glaube, das geht sich nicht aus. Weil Left Behind dauert auch so ungefähr... Na, obwohl Left Behind ist nicht groß. Left Behind spielt nur im Einkaufszentrum ab. Du kommst nicht raus, du bist nur im Einkaufszentrum und musst halt ein paar Missionen machen. Wie such das Ding in den Laden, such das Ding in den Laden. Dann hast du ein paar Rückblicke von Riley, von ihrer besten Freundin, die was gestorben ist. Und so weiter. Obwohl ich sogar glaube, dass Riley nicht nur ihre beste Freundin war, sondern dass sie auch in Riley verliebt war. Also die Ellie. Weil das würde erklären, warum sie im zweiten Teil lesbisch ist. Aber es war wieder gut und ich bin wieder in Nostalgie gefallen durch das Spielen von The Last of Us. Aber so sad, die Story. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Wieder ein wenig Nostalgie zu erleben. Oder generell das Spiel kennenzulernen. Und ich freue mich jetzt noch umso mehr auf The Last of Us 2, was heute um 0 Uhr released wird. Also ich darf es dann spielen. Und da würde ich dann auch gleich einen Stream starten, solange es geht. Also ich würde einen 12-Stunden-Stream machen. Aber mal gucken, ob die Internetleitung die 12 Stunden durchhaltet. Bum, bum, bum.
The Last of Us Remastered. Trophäe erhalten, was auch passiert, schwer. Was auch passiert, normal. Was auch passiert, leicht. Wir haben ja das Ganze auf schwer gespielt. Und wir haben es auf schwer durchgespielt. Jetzt könnte ich noch sagen, so ja, let's go Left Behind. Aber das geht sich nicht aus. Weil um 0 Uhr würde ich ja starten mit einem 12-Stunden-Stream von The Last of Us 2. Und ja, Left Behind jetzt zu starten, es könnte sich knapp ausgehen, dass wir das schaffen bis 0 Uhr. Fraktion Multiplayer. Da fand ich auch cool bei dem Multiplayer-Modus. Ich fand den Multiplayer-Modus nicht gut gemacht. Aber was ich cool fand beim Fraktions-Multiplayer-Modus, dass man halt eine eigene Basis hat und da seine Facebook-Freunde abgehangen sind. Da hätte stehen können, so Raffi sitzt am Lagerfeuer und macht sich gerade ein Marshmallow oder so. Und die hast du dann auch noch wegschicken können, um Vorräte zu sammeln. So, du hast mit deinen Facebook-Freunden sozusagen eine Basis gehabt. Das fand ich richtig cool gemacht, damals. Aber sonst war der Multiplayer-Modus nur Müll. Leider nicht gut gemacht. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein wenig Ehre verteilen. Würde mich mega freuen und unterstützen. Und dann hätte ich gesagt, sehen wir sich um 0 Uhr auf Twitch hier zu The Last of Us 2. Ja, Komponenten. Freue ich mich schon mega drauf. Und ja, dann, ihr wisst es, lasst ein Follow da, ein Abo da, verprügelt den Like-Button. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao. Oder tschüssi oder tschüss. Bis vielleicht später. Alles klar, Tag. Dann bis später.